herzliches Willkommen zur dritten Folge unseres Night Rage to the Top Clash Royale Let's Play. Ihr seht schon wieder im Hintergrund Level 2 Night, den wir eigentlich auf Level 3 bringen können. Ich wiederhole mich da nur zu gerne. Den Night dürfen wir einfach nicht upgraden. Das ist der ganze Gag daran. Pro Arena-Stufe, die wir steigen, dürfen wir den Knight um 1 hoch machen. Letzte Folge haben wir ziemlich gut absolviert. Wir haben 2 Spiele gemacht, 2-mal gewonnen, haben die Kronentruhe schön gefüttert, haben 8 von 10 Kronen gesammelt und hoffen mal, dass wir zumindest in den nächsten 2 Spielen die Kronentruhe komplett an den Anschlag bringen können, sodass wir am Ende von dieser Folge die Kronentruhe öffnen können und wenn wir Glück haben, vielleicht sogar eine epische Karte dazu gewinnen können. Oder zumindest den Bomber auf Level 3 bringen. Oder den Riese auf 2. Gut, will gar nicht weiter rumlabern. Wir starten. Ja, es gibt keine Truhen, die ich gewinnen kann, aber ich will ja die Kronentruhe haben. Also spielen wir trotzdem. Und Gold kriege ich ja seit dem Update jetzt auch noch dazu, also umso besser. Ja, das Startdeck ist jetzt gar nicht mal so gut. Ich habe wieder den Riese nicht auf der Hand. Also mit dem ich tanken will. Das sind jetzt mehr so Defensiv-Taktiken, die ich jetzt hier fahren kann. Ich versuche trotzdem so ein bisschen zu pushen. Und hoffentlich habe ich jetzt die 5 und kann den Riese noch vor die beiden setzen. Oh, der Mini-Packer, das wird sehr hart. Oh, das war jetzt nicht gut. Ich hätte den Mini-Packer abwehren müssen. Ich komme gar nicht mehr dazu. Jetzt wird es sehr heikel hier in der Abwehr. Jetzt muss ich hier erstmal den Bomber ausschalten. Ja, das war natürlich super, super unglücklich. Von ihm und von mir gespielt. Wir sind einfach beide in die volle Offensive gegangen, so dass beide unsere Türme einfach links down gegangen sind. Also ich habe links den Turm zerstören können und er rechts auf meiner Seite meinen. Das war natürlich von beiden nicht wirklich gut gespielt. Trotzdem, für unsere Kronentruhe ist es schon mal gut, weil wir haben schon mal eine Krone gesammelt. Das heißt, im nächsten Spiel bräuchten wir auch noch einen, aber wir versuchen natürlich das Spiel trotzdem zu gewinnen. Ich versuche jetzt hier erstmal wieder meine altbewährte Taktik zu fahren, indem ich push, indem ich Knight oder Riese vorsetz und Musketieren und Bomber hinten dran. Er versucht jetzt mit dem Mini-Packer. Ich hätte auch so gerne den Mini-Packer. Also da muss ich mich mal kurz outen und sagen, der Mini-Packer ist nämlich echt richtig gut. Und jetzt habe ich hier ein kleines Problem, weil ich habe gar nichts, um den Drachen runterzuschießen. Jetzt habe ich die Musketieren, die hoffentlich den Riese rechtzeitig abfangen kann, weil so langsam sieht es gar nicht mehr gut aus. Also ich würde fast sagen, das ist fast nicht mehr zu gewinnen, diese Runde. Ja, 33, jetzt wird na, wir können nicht mehr gewinnen. Es ist noch zwei Minuten Spielzeit und er braucht nur einen Schlag auf den Kronentower. Aber vielleicht kriegen wir ihn ja noch überrascht und können ihn den rechten Tower noch abluchsen, bevor er den 3-Sterne-Sieg. Ja, schade. Schade, schade, schade. Die Niederlage muss ich mir leider auf die eigene Kappe nehmen. Am Anfang der Push über links und rechts nicht abzuwehren war einfach ein Riesenfehler. Der Packer hat einfach viel zu viel Damage gemacht. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten, sodass er unser Kronentower noch ankratzen konnte. Ja, leider sind jetzt die 90 Pokale weg. Um 2 minimiert, das kann ich gerade noch verkraften, aber ja. Kronentruhe nicht ganz ausgefüllt. Einkauf machen wir noch. Versuchen mindestens einen Kronentower. Eine Krone zu kriegen. Einen Tower down zu machen. Und wenn es möglich wäre, am besten noch wieder einen Sieg einzufahren. Die Aufstellung lasse ich so. Ich habe jetzt den Goblins jetzt schon zum dritten oder vierten Mal außer Acht gelassen. Finde ich jetzt aber auch in der Ausstellung nicht so wichtig, da irgendwie Goblins zu haben. Weil die Skeleton Army besser abwehren kann als die Goblins. Und der Knight auch. Also, Goblins machen für mich jetzt keinen Sinn. Okay. Jetzt sind wir auch im Gegner Level 1. Unser Startdeck ist schon deutlich besser. Wir haben den Knight und den Bomber. Damit könnte man direkt pushen. Was wir jetzt auch tun. Die Musketierin hinterher. Ach, Hexe abzuwehren ist natürlich auf Level 1 sehr, sehr schwer. Also da tue ich mich auch sehr schwer. Was ich da immer gerne mache, ist ein Feuerball drauf, weil die Hexe von der Defensivwerte her nicht gut ist. Und ich dann versuche, mit dem Feuerball schon so viel Damage zu machen, dass Bogenschützen nur ganz wenig nachlegen müssen.
Hat jetzt sehr gut geklappt. Sein Turm rechts ist schon so gut wie down. Unserer kaum angekratzt. Also ich würde immer empfehlen, auf die Hexe einen Feuerball zu setzen, auch im höheren Level. Weil Feuerball kostet 4 Elixier, wohingegen die Hexe 5 Elixier kostet. Und die Hexe zumeist fast zerstört wird. Beziehungsweise die Hexe wird nie alleine gesetzt. Und neben der Hexe wird dann natürlich auch alles, was im Umkreis ist, getroffen oder zerstört. So, Skeleton Army macht wieder sein Geschäft. Hier schön den Riesen down kriegen. Reicht nicht ganz. Ist aber nicht weiter wild. Ich habe jetzt den Knight, wo jetzt die Musketieren auffallen wird. Rechts oben macht der Riesen schön Schaden auf den Haupttower. Weiter so, immer weiter so. Sehr gut. Und noch einen Hit kriegen wir hin. Und der Bomber legt nochmal nach und 200 und noch ein paar zerquetschte sind übrig. Wir können hier gleich nochmal den Action Push starten. Mit dem Riese und dem Musketierin. Und hoffentlich ist der Tower jetzt auch down. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt noch irgendwie gehalten werden kann. Sehr gut. Ein 3-0 Sieg. So kann sich die Folge langsam dem Ende neigen. Sehr gut, so stelle ich mir das vor. Ja, das ist jetzt auch ein cooles Symbol. Truhenplätze voll. Ich kriege keine Truhe. Immerhin noch 5 Gold, aber 30 Trophäen, die nehme ich noch viel gerne mit. Und das Ziel dieser Folge ist tatsächlich erreicht. Die Kronentruhe ist gefüllt. Ja, wie gesagt, Bomber oder eine Rare-Karte wünsche ich mir. Oder natürlich, wenn es ganz perfekt läuft, kriegen wir eine epische Karte, vielleicht den Prinz. Den würde ich mir jetzt echt wünschen. Gut, starten wir. Kronentruhe, das erste Highlight in diesem neuen Account. 166 Gold ist verhältnismäßig viel. Bogenschützen, sehr gut. Kann man direkt upgraden. Wir haben auch das Gold dazu. Riese kann man upgraden. Perfekt. Die Koboldhülle neu freigeschaltet. Interessant. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von der Hüttentaktik. Könnten wir trotzdem mal überlegen, dann so zu spielen. Und die Pfeile 13 Mal. Okay. Dürften wir sogar zweimal upgraden können. Also jetzt hier leuchtet alles grün und wir haben eine neue Karte, die Koboldhütte bekommen. Ups, kurz verdrückt. Heißt, wir dürfen jetzt schön upgraden. Wir fangen doch glatt mal mit dem Riesen an. Schön auf Level 2, kriegt ordentlich Trefferpunkte und Hitpoints dazu. Sehr schön. Muss schauen. Die Oh, ein Level haben wir auch gleich noch geschafft. Sehr schön, Level 2. Bogenschützen auf 3 hochziehen. Und die Pfeile, die dürften wir gleich nochmal upgraden können. Oder nicht? Doch, reicht genau, nochmal upgraden. Wie viel kostet uns das jetzt? Nochmal 50, das investieren wir doch sehr gerne. Da haben wir die Pfeile schon mal auf 4. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Allerdings wäre mir so ein Bomber auf 4 oder eine Bogenschützung auf 4 lieber. Oder den Knight auf 4, was halt bedeuten würde, dass wir jetzt noch 2 Arena aufsteigen würden. Aber ja, ich würde mal sagen, eine gute Basis für die nächsten Folgen. Die Koboldhütte muss ich mir überlegen, ob ich die reintue. Die ist mit 5 Elixier sehr teuer. Müssten wir dann für ein höheres Elixier ja, Karte raustun. Vielleicht für den Feuerball, weil ich bin nicht ein Freund von Feuerball und Pfeile. Ich entscheide mich immer gerne, eins zu nehmen. Ja, damit ich vielleicht eine Kampftruppe oder eine Truppe an sich, abgesehen von einem Zauber, mehr reinmachen kann. Ja, muss man sehen. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert mit Feuerball und Pfeile. Vielleicht durch die Koboldhütte für den Feuerball rein, weil die Pfeile mit 4 sind schon sehr hoch. Und damit, ja, quasi gesetzt mit Level 4. Das ist halt deutlich höher. Gut, ich will mich bedanken nochmal fürs Schauen. Will die dritte Folge damit schließen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Knight's Rage to the Top. Ciao! Limba română se dărăs prin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie bă te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când aia e la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5